Als musikalischen Gast begrüßen wir heute hier noch die Terrorgruppe. Ja? Modern Talking und die Terrorgruppe ist was Unterschiedliches. Man könnte meinen, Modern Talking ist auch eine Terrorgruppe, aber das ist was anderes. Ja? So, jetzt gibt es ein Video, das sehen wir uns gleich wieder. How we live it, Dieter Bohlen hatte sich nach dem Skandal in seine millionenschwere Villa zurückgezogen. In einer früheren Sendung fragten wir ihn, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. Ich stehe natürlich auch so auf Japanerinnen oder so, die so ein bisschen devot sind. Jetzt ist es soweit. Man munkelt, der Bohlen habe sich seinen Traum erfüllt. Im Gegensatz zu Verona Feldbusch putzen die Japanerinnen auch Bohlens Haus. Und mit ihren kleinen Händen kommen sie zudem besser in die Ecken als jede europäische Frau. Bis Dieter Bohlen eine neue CD produzieren wird, muss sich sein Alltag erst wieder normalisieren. Seinen Fans bleibt bis dahin nur der Gang zu seinen Fanshops, die in jeder größeren Stadt zu finden sind. Ja, das war ein älterer Beitrag, den wir schon mal gesendet hatten, aber aus aktuellem Anlass heute noch einmal. Da hat sich natürlich mittlerweile viel geändert. Er hat eine neue Platte auf den Markt gebracht, und zwar die alte. Ja. Modern Talking. Na, da sind auch ein paar neue Titel drauf, die wohlgemerkt nicht schlecht sind. Ja. Aber auch die ganzen alten großen Hits sind mit dabei. So. Ich bin ein bisschen erkältet, entschuldigt, wenn ich gelegentlich hüstele. Nochmal für die Freunde hier, der lustige Wixi, ja, eins meiner Lieblings. Soll ich mal was aus dem lustigen Wixi vorlesen, Markus? Ja, kann ich gerne machen. Ich hatte ja schon mal was vor. Das Schöne ist, es gibt hier auch noch eine weitere Folge, sehe ich hier hinten, sind aufgelistet, was es noch alles von der Firma Ars Edition, wo das Buch erschienen ist, was es da alles gibt. Und zwar gibt es auch noch Wixi wird modern, ja? Ja, das ist ein weiteres. Und dann gibt es noch der kleine Hase Hopsi. Hopsi und Wixi. Ja. Und dann gibt es noch ein Buch, das heißt Piep. Ist wahrscheinlich auch so ein Kinderheft von Verona Feldbusch. So. Wir müssen schon wieder Video gucken. Was haben wir denn da? Basis. Ach so, ein Basisvideo. Dann gucken wir das mal und sind gleich wieder da. Und dann ist er endlich hier. Dann sind Sie endlich hier. Modern Talking, Dieter Bohlen und Thomas Anders. Bis gleich. Der lustige Wixi. Modern Talking, back for good. Hallo. Thomas, hallöchen. Hallo, Schmuck. Und Dieter, wir brauchen Sitzgelegenheiten für die beiden Herren. Ja, da kommen sie schon. Ja. Ein kleiner grüner für Kaktus. Für euch war mir nichts teuer genug. Nicht zu spitz genug. Ja. Wie geht's denn? Gut. Sensationeller Erfolg. Ja. Nummer eins hier, Nummer eins da. Ja, überall Nummer eins. Wie viele Platten habt ihr mittlerweile schon verkauft? Dieter, bist du immer Experte? Ja, also in Deutschland sind wir jetzt also über 1 Million Alben. Wow! Da muss man gerade mal ein Lied drauf spielen, oder? Ja, und auch Platin mit der Single und in den Nachbarländern auch überall Nummer 1. Echt? Ja. Ich habe gehört, ihr geht also jetzt da, richtig auf... Da, wovon du immer träumst. Auf, ja. Ihr geht jetzt richtig auf internationale Tournee. Ja. Wo geht's als nächstes hin? Ja, wir machen erst unsere Deutschland-Tournee. Ja, das ist richtig. Einen Monat durch Deutschland, dann geht's nach Russland, also GUS sozusagen. Und dann spielen wir im Kreml, da sind wir echt stolz drauf, am Roten Platz. Ja, da ist ja auch der Lenin einmumifiziert. Ja, genau. Und danach kriegen sie für euch da auch noch ein Plätzchen. Ja, danach gehen wir nach Spanien, also erstmal europamäßig und dann im Herbst so Südamerika und dieses. Wird es denn eine richtig neue Platte von Modern Talking geben? Also das ist ja jetzt die sensationell erfolgreiche mit den ganzen großen Hits und vier neuen Titeln. Wird es in absehbarer Zukunft? Klar, wir werden also wahrscheinlich im Herbst ein ganz neues Studioalbum machen. Ja. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir dann an den Erfolg da anknüpfen können. Ihr habt euch wieder richtig lieb jetzt. Ja, kann man sagen. Ja? Ja. Zeigt doch mal. Wie? Sollen wir jetzt knutschen oder was? Warum nicht? Da schäme ich mich immer so. Ach komm, jetzt mach doch mal. Ich spiele auch für euch ein Lied. Oh, das ist toll. Warte mal. Ja, was war das für ein Lied? Brother Louis, würde ich sagen. Brother Louis, Bruder Ludwig. Ja? Gerade noch erkennen. Die original englische Version von Frère Jacques, Bruder Jakob. Oh, ich sehe gerade, wir haben noch etwas vorbereitet. Dieter, du warst ja auch recht häufig hier zu Gast. Du warst ja auch schon mal bei uns zu Gast. Und wir haben mal so eine kleine Dieter Bohlen-Intim-Story verfasst. Nicht? Wir haben ja schon viel zusammen gemacht. Zeigen wir doch mal gerade. Bisher ging es mir gut. Ja? Der Tag war bisher schön. Endstation Sehnsucht.
Das ist jetzt auch wirklich erreicht. Naja, und so geht das dann immer weiter. Du bist ja schon sehr lange im Schuhgeschäft, ne? Richtig, ja, 10 Jahre. Also eigentlich schon länger. Also 10 Jahre habe ich jetzt Erfolg. Da gibt es ja ganz wenige, die das schaffen. Dann sing doch mal dazu. Hör auf mit deinem Singen, das nervt mich jetzt. Jetzt zum Beispiel im Sommer sollte ich Old Shatterhand in Segeberg spielen. Das ist kein Gag. Normalerweise also liegen meine Haare auch nicht so gut. Da gibt es diese beiden sehr handlichen Geräte. Ja? Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. Das ist dann also, dadurch liegt das dann auch immer sehr gut. Das macht man immer so. Buonasera, Senorina, buonasera. Ne, gefällt mir nicht. Ne? Nee. It's time to say goodbye to Napoli. Buonasera, Senorina, buonasera. Das ist der Übergang vom Nadelbaum. Früher gab es ja nur auf der Welt Nadelbäume. Und irgendwann kamen dann die Blattbäume. Und da sieht man sogar noch so ein bisschen so diese Nadeln drin. Ah, hast du den extra für deine Freundin angepflanzt hier? Weil die heißt ja auch Nadel. Man hat ja manchmal ein bisschen so einen Eindruck, er sei so ein kleiner Macho. Ist aber nichts dran, ne? Aber nichts dran, nee, nee. Nee. Ich hatte schon Frauen vor Nadel in meinem Leben. Ja, wer war denn zum Beispiel dabei? Vielleicht jemand, den man kennt, so aus dem Showbusiness? Inge Meisel. Ja, Inge Meisel war das nicht. Also, na, ich war mal zum Beispiel mit Sabrina zusammen. Sabrina. Also meine Fans sind die besten, sehen super gut aus. Hübsche Mädels ohne Ende und auch gute Jungs. Ja, gute Jungs auch, sehen ja auch gut aus. Ist nicht mein Ding, gar nicht. Ja, was Dieter Bohlens Ding ist, das erfahren wir gleich. Das ist also wir also das da die wir also das da die ja unsere kleine Geschichte mit Dieter. Da waren ja Sachen, da sah ich ja auch noch total scheiße aus. Stimmt. Da also hat sich ja nicht viel geändert. Ja. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, lass mal ein bisschen nicht wieder wegschmeißen, Dieter, hast du das schon mal gemacht. Das war übrigens auch ein Lied, der hat mir sehr gut gefallen. I wait 6 years, 6 nights for you. I give my heart to you. Na, komm, ja, I will wait, I will wait. Aber er macht's ja. Ja? You're my heart, you're my... Ja, du musst auch entdeckt werden, sing mal. Ich kann den Text nicht. Ja, man merkt es. Das wäre uns jetzt nicht aufgefallen. Ja. Sag mal, ich habe mal versucht, die Texte so ein bisschen zu analysieren jetzt gerade. Was mir besonders gut ist, ist ja Sherry Cherry Lady. Ne? Auf Deutsch Kirsche, Kirsche Dame. Ja, oder Bruder Ludwig. Bruder Ludwig oder Geronimo's Cadillac wäre quasi sowas wie Gerhards. Gerhards VW Golf. Na, ich meine, so eine Zeit wie Piep, wir haben euch alle lieb. Ja, da musst du erst mal drauf kommen. Also, ist auch nicht so die Ausgeburt des Wahnsinns, oder? Ja, unbedingt. Was war dir das schwer, die Zeit? So, wie lange hast du gebraucht? Bis es mir die eingefallen ist. Ja, ich habe einmal Fernsehen geguckt, ein bisschen geklaut bei meiner Ex-Frau und das war. Ja, so, ja, stimmt. Habt ihr euch eigentlich damals bei mir in der Sendung kennengelernt? War das eigentlich richtig? Ja, so mehr oder weniger, ja. Ja, damals beim Mal gucken hat sich Dieter Bohlen und Verona Feldbusch kennengelernt. Ja, hatte ich nicht verkauft. Ja, nee, ja. Nee, aber ich sag mal, wenn ich die Leute in die Scheiße reite, dann hole ich sie aber auch wieder raus. Das ist gemacht? Eine mir eigene Art. Nee. Markus, was? Achso, ich sehe gerade, wir haben. Das ist ein Thema gerade. Ja, ach, der passt gerade zum Thema, genau. Das ist unser Hase Elvis hier hinten. Und der erlebt immer spannende Sachen und trägt dann immer in Reimform vor. Und Elvis hat diese Woche auch wieder was erlebt. Und schauen wir mal gerade, was er diese Woche erlebt hat. Zu Ostern, das macht tierisch Spaß, da mach ich gerne Bräute nass. Und zu des Tages großer Feier bemalen sie dann meine Eier. Und während sie so lustig kritzeln, fängt es bei mir an zu kitzeln. Da lieg ich dann auf meiner Matte mit einer riesen Hasenlatte und denke mir, wie schön es wär, hätt ich Verona Feldbusch hier.
Wieso ein Verona Feldbusch? Dumm fickt gut. Und die Moral von der Geschichte gibt es nicht. Hop, mabble, mabble, hop, bam, boom. Ja, weiß nicht, ob du uns da mehr zu sagen kannst. Nee, also der Gentleman schweigt. Oh, ich sehe gerade, wir müssen schon wieder Video gucken. Was haben wir denn jetzt im Video? Was? Achso, ja, gucken wir einfach mal. Wir sind gleich wieder da und dann werden wir hier gemeinsam singen. Ja? Ich hab's geahnt. Ja. Bis gleich. Oh, da sind wir schon wieder. Dieter Bohlen und Thomas Anders heute hier zu Gast. Ich muss mal gerade gucken, seid ihr eigentlich auch im großen Lexikon des deutschen Schlagers vorhanden? Deutsche Schlager haben eigentlich nichts zu tun, oder? Was? Deutsche Schlager haben eigentlich nichts zu tun. Was? Find schon. Find's nicht? Das ist ja Englisch, oder? Stimmt, ist Englisch. Aber warte, ich wette, du bist da trotzdem drin. Bo, 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 bo. Warte mal, du bist auch bestimmt mit Foto drin, weil so Spaß lässt sich ja keiner entgehen. Ah, doch, hier, das ist mal Dieter Bohlen, stehst drin. Im großen Lexikon des deutschen Lagers. Deutscher Sänger, Produzent, Komponist, Keyboarder, Gitarrist, komponierte unter anderem für seine eigenen Bands Modern Talking und Blue System, außerdem für Peter Alexander. Für Peter Alexander? Ja. Für Peter Alexander hast du was gemacht? Ein Album, ja. Tag der kleinen Helden, was ist das denn für ein Lied? Von Peter Alexander. Ja, das steht hier drin. Ja. Sing mal. Ich keine Ahnung. Ich habe 800, 900 Titel gemacht. Ich kann die ja nicht alle singen. Wieso? Ich kann nicht die nicht alle? Nö. Ich meine, wenn man wie du 6 Titel komponiert hat im Leben, dann hat man die. Aber ich meine, bei den vielen Titeln, also du könntest mir jetzt auch bestimmt 20... Aber meine 6 Titel, die habe ich alle behalten. Das ist ja auch kein Problem. Ne? Ich weiß immer so die letzten 3, 4, die ich gemacht habe. So. Aha. Sag mal, dieses Remix hier, ne, was bei uns auch immer rauf und runter genudelt wird, da habt ihr ja einen Rapper da zugenommen. Ja, Eric Singleton. Eric Singleton. Geht ja auch Eric mit auf Tour? Nee, aber den sehen wir am Freitag. Was ist denn der? Am Freitag sehe ich den wieder, machen wir ein paar Sachen mit ihm. Was denn? Oh, der rappt. Der rappt? Ein Rapper rappt. Ja. Genau. Und, der kommt nicht mit auf Tour, weil wir haben schon ein ziemlich umfassendes Programm. Also, wie spielt ihr denn? Richtig mit Vollplayback, oder? Nee, wir haben 9 Leute auf der Bühne. Ach, eben. So richtig mit Menschen auch. Richtig. Und, die spielen alle live? Alle live. Thomas macht so eine Viertelstunde seine Sachen. Ich mache auch ein bisschen Blue System. Ich singe auch so Sachen wie Midnight Lady und sowas. Und echt, dann das hast du ja mal bei uns gesungen. Genau. Ich weiß gar nicht, haben wir das eigentlich da? Und dann unsere 20 Hits so spielen wir. Und dann kommen wir auf ein Programm, sag ich mal, von 2,5 Stunden. Und ich hoffe eben, dass den Leuten das gefällt. Ja. Die großen Hallen, jetzt Berlin ist ausverkauft mit 9.000 Leuten. Wow. Da machen wir auch wo noch spielt ihr denn hier in der Gegend? Ich muss unbedingt kommen. Ja, wir sind in Köln. Nee, auch. In Köln sind wir nicht. Oberhausen. Also Oberhausen. In Arenas, genau 14.000 Leute rein. Ende Mai, das müsste, glaube ich. In Hamburg sind wir. 29. Hamburg, 2. Juni. Alle müssen nach Hamburg kommen. Oberhausen. Ja. Hamburg ist ganz wichtig für mich. Ja. Wieso? In meiner Stadt möchte ich natürlich, dass da mindestens noch 2.000 Leute. Wieso, was heißt in deiner Stadt? Du kommst doch aus Tötensen. Ja, aber Hamburg, das ich meine. Ja, an, oder aus Hamburg. Ja, ich war mal in Tötensen. Ich war doch mal da bei dir. Du hast gesagt, lass dich leben. Ja, genau. was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ja, was ich auch interessant finde, hast du eigentlich mal, du hast ja dann auch eine Solo-Karriere danach gestartet, du warst ja auch mal bei uns zu Gast. Hast du eigentlich mal an Wettbewerben teilgenommen, an musikalischen Wettbewerben? Mhm. Zum Beispiel? Ach, da war ich noch ganz klein, da war ich glaube ich 15 oder 16, da habe ich halt eben Talent. Das heißt, steh mal auf. Das heißt, hier da war ich ganz klein. Heute bin ich viel größer. Ja. Nach 15 oder 16 irgendwas war ich. Und da hast du was gewonnen? Da habe ich auch gewonnen, ja. Echt? Was hast du gesungen damals? Das weiß ich, kann ich nicht mehr sagen. Keine Ahnung. Dieter hat ja auch schon mal einen Titel für einen Grand Prix geschrieben. Doch, ich weiß, was ich gesungen habe. Was denn? Damals habe ich gesungen. war auch eine Grand Prix-Nummer, ist mir eingefallen. Dieses Kisses for Me. Ach ja, Kisses for Me. Genau. Save all your kisses. Brotherhood of Man, me. Bye bye, baby, bye bye. Kann ich mich noch sehr gut erinnern? Da, 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 da. Gesundheit. So, jetzt kommen wir zu unserem musikalischen Gast heute in der Sendung. Die Terrorgruppe ist hier und wir schauen uns, glaube ich, erstmal einen Videoausschnitt an. Ist das richtig? Richtig. Ja, und dann sind sie gleich da. Das ist nicht so mein Ding.
Ist nicht deine Musik? Nee. Nee, aber ihr habt doch hier diese schönen Dinger von ihnen bekommen. Wo sind sie denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Hä? Hast du sie, wo habt ihr hin? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Sag mal. Ach, hier, ich hab sie, alles klar. Das muss man doch zeigen, guck mal. Wir haben extra für dich was gebastelt. Das muss man doch anerkennen. Hier. Ja, aber das war ja früher nicht so, wir haben uns das ja nicht selber um den Hals gehängt, die eigenen Namen. Ne? Das war ja ein bisschen anders. Ach so, aber ich finde das so gut. Richtig. Ja. Dili und Fatoma, wie so Stulle. Also ich muss ein bisschen ab. Ich habe mir was mitgebracht. Was ist eigentlich aus dieser Kette geworden? Du hattest doch schon mal. Weil es ist ja dein gutes Recht. Er hat schon mal jemanden gehabt, den er ganz toll fand. Wer, ich? Ja. Lass mal sehen. Sieht man das? Nee, Stefan Raab. Das ist Stefan Raab. Das ist einfach geil. Lars. Wo war das denn? Wo hast du das her? Ja, ich habe noch mehrere schöne Sachen. Hier haben wir auch noch, guck mal, Foto, ganz viele, Stefan. Das ist ein Abiturfoto. Guck mal hier, ganz viele Fotos haben wir da. Und hier ist er in der Mitte. Da sieht man ihn, wo ist er? Wo habt ihr denn das her? Ja, das bin ja nur ich. Ja, ja, klar. Wie habt ihr das denn gemacht? Das ist, von meinem Abitur. Wo hast denn du das her? Kennst du einen? Ich habe überall meine Connections. Das ist ja geil. Das ist das Originalfoto. Ich schenke sie dir. Ja, danke. Ja, wo ist das hier? Erzähl doch mal. Das habe ich von einem ehemaligen, Mitabiturienten. Von mir? Mhm, von wem? Von Axel. Kennst du Axel? Axel Schander. Ja. Du Arschloch, wo bist du? Wenn ich dich erwische. Der war schon, konnte ja schon immer noch nicht. Schon nie konnte ich den leiden. Stimmt, der hat mir mal erzählt, dass er dich kennt. Ja. Ja. Da kannst du mal sehen. Was meinst du? Ich habe gefragt, ob es auf der Hilfsschule Abitur gibt. Ah, auch ein Sonnenschiss. Ja. Muss sagen, alle Achtung, guter Lacher, den der Dieter hier vorbereitet hat. So, jetzt gibt's was ganz Interessantes, denn auch Thomas war ja schon mal bei uns und auch Dieter war schon mal bei uns. Und jetzt gucken wir mal, Thomas hat damals bei uns musiziert, ja? Live mit den Rias Boys. Schauen wir doch mal rein, wie das war. Mal gucken, Thomas, das war gar nicht so einfach. Auf Tango das zu machen. Ja, ja. Ja, wenn man nur mit Bum Bum groß geworden ist, dann ist das. Aber ich kann noch Tango, wie man sieht. Kannst du auch tanzen, Tango? Nee, kannst du nicht. Oh, ich sehe, wir haben noch eine Matz. Das war, glaube ich, die Sensation im deutschen Fernsehen überhaupt. Denn das erste Mal, ich glaube, das erste und einzige Mal, hatte Dieter Bohlen live gespielt und gleichzeitig dazu gesungen. Stimmt doch, oder? Das ist wohl wahr, ja. Ja? Und du hast es auch nie mehr woanders gemacht. Ja? Nee, man fragt mich ja sonst nicht. Und die Leute wissen warum. Dieter Bohlen hat bei uns live gespielt und dazu gesungen. Ja, und ich habe, glaube ich, auch noch gelegentlich die zweite Stimme dazu gegeben. Dieter Bohlen sang ein Stück von. Wie hast du zweite Stimme so? Was? Zweite Stimme? Kannst du nicht zählen? Eins, zweite Stimme. Ein Lied von dem Kollegen, für den du geschrieben hast. Midnight Lady, ja, wie hieß er noch? Chris Norman. Ja, schauen wir mal gerade rein, wie das war. Smoky. Midnight Lady. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, just you and me. Midnight lady, eternity. Midnight lady, I can fly. Sendung nicht nur live gespielt und live gesungen und nicht dazu noch auf der singenden Gurke, ja, sondern auch Verona war in dieser Sendung. Ja. Ja, Dieter, tut mir leid, ich konnte nichts dafür, ich wusste nicht, aber du hast das selber. Da war ich echt ziemlich erkältet. Was? Da war ich ziemlich erkältet, das weiß ich noch. Ja, und ich erstmal. Das hast du ja hier gehört. Ich war total am Zittern an dem Tag. Lass uns doch mal was spielen zusammen hier. Was wollen wir denn spielen?
Was willst du, was kannst du denn? Wie, was kann ich? Ich kann alles, du musst nur sagen. Du musst nur bis drei zählen. Eins, zwei, drei. La, 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 la. You can win if you want. Wie heißt das? Brother Louie oder ist das You Can Win If You Want? Wie geht der Text davor? You Can Win If You Want ist ganz anders. Ach so. You're No Good, Can't You See heißt es. Sing das mal. Ja. Yeah. Yeah. Du sollst singen. Ich kann es singen. Ich sehe gerade, wir müssen Werbung machen. Schade. Schade. Aktuelle Sonderangebote. Kaufen und genießen. Das Album, auf das alle gewartet haben. Mit dem Nummer 1 Song des Jahres. Maneke, The Boy Is Mine. I'm talking back for good. Klingt ein bisschen wie ein Titel von Take That für mich. Nicht nur ein bisschen. Ja. Ach so, ist extra so ist gedacht. Extra so gedacht. Ja, und das ist die Single You're My Heart, You're My Soul im 98er Remix. sah euer erstes Cover nicht auch so aus? Nee, auf dem ersten Cover war ein Turnschuh und ein Lackschuh. Ja, wie? Ja. Da waren wir nicht drauf. Also das war auch so die. Ach, da haben die beim ersten Mal nicht den Fehler gemacht. Nee, wir haben einfach gedacht, also wir wollen es erstmal so starten. Und viele haben dann eben auch wirklich gedacht in Deutschland, wir sind irgendwie eine englische Gruppe am Anfang. War das auch dein erster großer Erfolg? You're My Heart, You're My Soul? Mit Modern Talking? Nee. Ich hatte also vorher schon ein paar goldene Schallplatten für andere jetzt eben komponiert. Ach, tatsächlich? Mhm. Man hat mir immer gesagt, mir wurde immer erzählt, dass sie dich anfangs immer rausgeschmissen haben mit Modern Talking. Haben gesagt, geh woanders, wir wollen den Scheiß nicht. Und dann hast du so lange genervt. Das stimmt nicht? Nee. Stimmt nicht. Ja, dann war das die erste Nummer war You're My Heart, You're My Soul, die wir aufgenommen haben. Ja. Ja, ich gratuliere recht herzlich dem großen Erfolg. Hoffe, dass es europaweit so weitergeht. Modern Talking, Dieter Bohlen und Thomas Anders, das ist die aktuelle CD. Weiterhin viel Erfolg. Und tschüss. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.